Und herzlich willkommen bei diesem letzten Termin für dieses Jahr bei den Heilessenzen. Wir werden das aber auf jeden Fall auch nächstes Jahr noch bis März weitermachen, weil das Thema ist ja so ein bisschen dieser Winter Blues Kalender, also so ein bisschen die Winterszeit und die durchaus auch schwere Zeit, die wir ja in 2022 hatten, so ein bisschen euch zu versüßen und euch immer mal Tipps und Ideen zu geben. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr jetzt da seid und ich euch ein bisschen was über den Sternanis vortragen kann, den man vielleicht gar nicht so gut kennt. Also man weiß vom, also der Sternanis ersetzt eigentlich in letzter Zeit immer mehr oder in den letzten Jahren immer mehr auch den Anis aus der Familie der Doldenblütler. Wir sehen beim Sternanis, das ist eine ganz andere Pflanzengruppe. Weil der Sternanis halt auch einfach so hübsch ist, ne? Hier seht ihr mal in diesem Bild, wie er dann also an der Pflanze selber aussieht, aber dann kennt ihr natürlich den Sternanis als eben sehr schönes dekoratives Gewürz, was eben vor allen Dingen wegen der Dekoration so unheimlich gern genommen wird, aber der Sternanis wird da tatsächlich sehr unterschätzt. Und ich möchte euch heute darüber ein bisschen mehr aufklären. Ja, wir können beginnen und schön, dass ihr da seid. Noch einmal. Bisschen was für die Weihnachtszeit. In 2 Tagen, oder in 3 Tagen ist Weihnachten. Und wie gesagt, nächstes Jahr geht es ja auch mit den Heilessenzen noch weiter. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen was so begleitend auch für die Weihnachtszeit geben. Die ganzen Gewürze, die eben traditionell auch immer der Weihnachtszeit eingesetzt werden. Die werden nicht von ungefähr eingesetzt, nicht nur wegen ihres guten Geschmackes, sondern weil sie uns eben tatsächlich die Winterszeit, in der Winterszeit auch sehr schön unterstützen können. Gerade eben auch unser Immunsystem sehr schön stärken können. Und diese ganzen Gewürze, Zimt, Nelken, Sternanis und so weiter, die man denke auch an Muskat natürlich. Das sind alles auch Heilpflanzen, die eben eine große Unterstützung fürs Immunsystem darstellen und uns eben auch bei der Verdauung helfen. Da muss man also beim Anis, einerseits aus der Familie der Doldenblütler, also dem in dem Sinne echten Anis, dran denken, dass das natürlich gegen Blähungen hilft. Und dann wissen wir aber auch vom Anis, dass er über seine ätherischen Öle bei Infektionen des Atemtraktes hilft. Und auch der Sternanis kann das eben. Der hat also da einen ganz ähnlichen Wirkungsbereich, aber hat eben noch mehr. Und das möchte ich euch jetzt so ein bisschen näher bringen. Erstmal so ein bisschen was zu der Pflanze selber, also Anisum stellatum. Die Pflanze stammt aus der Familie der Magnoliengewächse, ist also eine ganz andere Pflanze als unser Anis aus der Familie der Doldenblütler, also eher ja ein Kraut. Hier haben wir es zu tun mit einem Busch, baumartig. Und das ist ein Baum, der kann also auch bis zu 20 Meter hoch werden und stammt also aus Asien. Er bildet so große gelbe Blüten aus und dann bildet er diese Früchte, die wir hier auf der ersten Folie dann auch sehen konnten. So sehen dann die Früchte aus. Aber in der getrockneten Form kennt ihr den natürlich auch. Und da sehen wir das dann auch, wie das dann aussieht. Diese Früchte haben dann so 8 sternförmig angeordnete Kammern mit je einem Samenkorn drin. Und als Gewürz wird eben einerseits die Schale benutzt, aber eben auch diese Samen. Und dann gibt es eben auch so kleine Pünktchen, so in denen das ätherische Öl konzentriert ist. Beim Sternanis sind aber eben auch gerade Phenole, also so auch die Grundlagen für Flavonoide und so weiter, besonders bedeutungsvoll. Dazu kommen wir dann gleich. Sternanis und Anis sind botanisch nicht verwandt. Ne? Ihr seht auf der linken Seite hier den Anis, wie gesagt, Familie der Doldenblütler, da gehört auch Kümmel dazu und der Fenchel und so weiter. Es gibt ja dann diesen Windetee, der besteht dann also aus Fenchel, Kümmel und Anis. Das ist dann also gegen Blähung und natürlich deshalb auch gerade in der Zeit, wo man eher schwere Nahrung zu sich nimmt, also wintersgemäß eher so die schwere Nahrung zu sich nimmt, sehr gut geeignet.
Dann eben der Sternanis, Familie Magnoliengewächse, baumartig und oder auch richtig ein Baum. Aber beide enthalten tatsächlich ätherische Öle. Und da ist das Anethol in beiden vorhanden. Dann Flavonoide, und das ist dann das Rutin. Flavonoide, müsst ihr immer dran denken, dass also Flavonoide Gefäße zum Beispiel kräftigen, also zum Beispiel auch gegen Ödeme helfen können, weil die Kapillaren einfach weniger durchlässig werden. Und deshalb also Blutflüssigkeit eben weniger ins Gewebe austritt. Gefäßkräftigung, Flavonoide, dann außerdem eben auch diese typische Antioxidanzwirkung. Dann enthalten beide Saponine und eben auch Gerbstoffe. Und wie gesagt, beim so ein bisschen hat mich die Winterszeit auch zu packen gekriegt. Ich habe mir heute eine tolle Meerrettichpaste dann gemacht, weil heute Morgen war das noch sehr viel schlimmer. Na, ich habe heute mal eine Meerrettichpaste gemacht. Ich weiß nicht, einige von euch haben das ja vielleicht schon mal von mir gehört. Meerrettich mit den Schafstoffen, das hilft eben sehr schön. Gerade so bei Kehlkopf, bei rauem Hals und irgendwie ein bisschen entzündetem Hals, über die Schafstoffe wird die Durchblutung angeregt. Und heute habe ich mal meine Meerrettichpaste so gemacht, also eine richtige schöne Meerrettichwurzel genommen und die dann mit Feigen und zwei ganzen Zitronen und außerdem eben auch Kurkuma eben vermixt, sodass da richtig so eine Paste draus entstanden ist. Und ich habe dann heute Morgen mal so richtig zwei große Esslöffel davon genommen und dadurch wurde die Stimme schon sehr viel besser. Aber so ein kleines bisschen ist das noch da und ich werde mir gleich nochmal einen Esslöffel davon reinziehen. Genau. Hier also beim Sternanis, hier sehen wir das dann mal vergrößert, den Blick da drauf. Also ihr seht diese harte Schale drum und da drin die Samen. Es wird alles benutzt. Hier haben wir also viele verschiedene ätherische Öle. Und dann gibt es eben auch viele Phenole da drin, Phenolcarbonsäuren. Und die, mit denen werde ich mich jetzt gleich ein bisschen intensiver mit euch beschäftigen. Denn der Sternanis hat eine ganz stark antivirale Wirkung. Und das liegt eben daran, dass er sehr viel Chikimisäure enthält. Dazu dann gleich auch mehr. Diese Chikimisäure, ein Phenol also, hat dann eben so ein, letztendlich eigentlich hat die so einen scharfen, also der Sternanis ist der vorrangige Lieferant für diese Chikimisäure aus der Gruppe der Phenole. Und die Chikimisäure hat eben so einen scharfen Geschmack, so ähnlich wie Lakritz. Insgesamt ist dieser Sternanis in der asiatischen Küche sehr beliebt, aber auch in Likören, zum Beispiel französischen Likören wie grünen Aniswein und Anislikör findet man den Sternanis. Und insgesamt hat der Sternanis also neben der fiebersenkenden, entzündungssenkenden, schleimlösenden, krampflösenden und beruhigenden Wirkung eben auch noch die Fähigkeit, Thrombozytenaggregation zu hemmen. Das heißt also, in dem Sinne jetzt auch gegen Gerinnungsprozesse, also eben unerwünschte Gerinnungsprozesse wirkend, hemmt somit also arteriovenöse Thrombosen, zerebrale Thrombosen und er nimmt dabei Einfluss auf den Arachidonsäurestoffwechsel und das passiert eben auch wieder über diese Chikimisäure. Ich habe da in unserem Blog auf evidia.de auch in dem Beitrag zu der Chikimisäure verlinkt, so eine Übersicht über diesen Chikimat-Weg. Also Pflanzen sind halt in der Lage, über ihre Phenole, also mit ihren Phenolen selbstständig eben Eiweiße herzustellen und verschiedene andere Stoffe, die wir selber nicht herstellen können. Und gerade die Pflanzen können und eben dann auf diesem Chikimatweg auch diesen Arachidonsäurestoffwechsel beeinflussen. Mein Hund bellt gerade. Die Arachidonsäure steht natürlich auch im Zusammenhang mit so entzündlichen Prozessen, also auch zerstörerischen Prozessen.
Sternanis hat entzündungshemmende und analgetische Wirkung, also ungeheuer viel, was diese Pflanze kann. In Südostasien wird er vor allen Dingen bei grippalen Infekten eingesetzt und hat dabei eben wirklich eine virusstoppende Wirkung. Er wirkt aber auch eben gegen Bakterien. Er kann bei der echten Grippe eingesetzt werden. Tatsächlich gibt es dazu dann so ein Aus gibt es dann so eine These oder das wurde dann im Zusammenhang mit dem Sternanis gesagt, dass der Sternanis wahrscheinlich die einzige Pflanze ist, die zum Beispiel die Vogelgrippe auch direkt bekämpfen kann. Und genau. Vorbeugend einzunehmen, um eben auch das Immunsystem zu stärken. Und wenn man dann also bereits erkrankt ist, diese Shikimisäure wirkt eben gerade gegen die Verbreitung der Viren, aber weil es das Immunsystem insgesamt stärkt, kann eben auch die in dem Sinne Superinfektion über Bakterien auch noch verhindert werden. In der Schwangerschaft und eben auch bei hormonellen Problemen ist also von der Einnahme abzuraten, wobei natürlich mal so ein bisschen Sternanis, was weiß ich, als Gewürz jetzt nicht das Problem ist, aber wenn man das wirklich therapeutisch einsetzt gegen virale Infektionen, dann sollte das in der Schwangerschaft und bei hormonellen Problemen nicht gemacht werden. Es gibt verschiedene Zubereitungen als Tee in Kapseln, als Destillat und dann gibt es zum Beispiel auch ein Hustenmittel des Grafen Schlieffen von 1903, da wurde das erwähnt in einem Buch. Und der hat dann also Sternanis, Sennisblätter, Kandiszucker vermischt und dann eben gegen Husten eingesetzt. Und dieses Anisette, also französischer Likör, besteht eben aus Sternanis, Koriander und Fenchel. In dem Zusammenhang mal kurz ein Blick auf das, was man machen kann für Kinder, um eben ja, ihnen bei Atemwegs- und grippalen Infekten zu helfen. Das ist also, da gehe ich so ein kleines bisschen hier raus aus der direkten Thematik des Sternanis, wobei der hier auch erwähnt wird. Aber Kinder, wenn die also jetzt einen rauen Hals haben, Halsschmerzen haben, dann sind so Schleimstoffe aus dem Eibisch hervorragend zum Gurgeln. Dann natürlich diaphoretisch wirkende Heilpflanzen, die also das Schwitzen anregen bei erhöhter Temperatur. Da sind Lindenblüten und Holunderblüten vor allen Dingen zu empfehlen. Das Medesüß nicht so sehr, weil da sehr viel Salicylate drin sind. Und das könnte bei kleinen Kindern also nicht gut sein. Medesüß steht hier aber auch drin. Medesüß und Weiderinde bei Fieber- und Gliederschmerzen, da sind es dann schon die größeren Kinder. Aber hier kommen wir zum Sternanis und da eben in dieser erstaunlichen Kombination. Also das ist mir dann eben halt auch neu gewesen, dass es dazu diese Empfehlung gibt. Ich liebe das Ruprechtskraut. Das ist übrigens der stinkende Storchenschnabel, der also so unkrautartig überall wächst. Der hat so rote Stängel und heißt stinkender Storchenschnabel, weil er so ein bisschen komisch riecht. Das ist ein Geraniengewächs. Also ich habe das ganz viel im Garten. Das Ruprechtskraut ist so ein typisches Entgiftungskraut. So in der Volksheilkunde wird das auch eben tatsächlich empfohlen zur Ausleitung von irgendwelchen Schwermetallen, weil es eben sehr stark entgiftend wirkt und somit also hier schon mal so eine Grundlage für die Stärkung des Immunsystems gibt. Und des Weiteren eben auch wirklich als Virostatikum, wobei der Sternanis sehr viel mehr Kraft dabei entwickelt. Dann, ne, ich habe hier eben schon mal von meinem Meerrettich gesprochen, aber ansonsten gibt es natürlich noch schwarzen Rettich und Kapuzinerkresse und Zwiebel als eben Scharfstoffe als Tee dann beim Kind angewendet. Ja, also Ruprechtskraut und ein schöner, der schmeckt nicht besonders gut, dieser Tee aus Ruprechtskraut, aber da kann man dann eben so einen Sternanis mit reintun und dann darf man das auch süßen, weil jetzt geht es ja nicht um die Bitterstoffe, sondern es geht eben halt um diese antivirale Wirkung und dann als Tee trinken. Ja.
Und zwar jetzt nicht, dass man da irgendwie ein Extrakt von dem Sternanis nimmt. Das soll jetzt nicht zu hoch dosiert werden. Bei Kindern sowieso immer leichte und sanfte Anwendungen, sowieso. Ja, und bei den Schafstoffen sagte ich ja eben gerade mit dem Meerrettich auch schon, die verstärken einfach die Durchblutung auf den Schleimhäuten und helfen somit also auch schon dem Körper, Feinde abzuwehren. Naja, und dann haben wir noch die Kamille mit ihren antientzündlichen Eigenschaften, der rote Sonnenhut, das ist Echinacea, das eben auch zur Stärkung des Immunsystems. Hagebutten, Sanddorn, Johannisbeeren, da haben wir viel Vitamin C drin, Mineralien, Spurenelemente und Antioxidantien, so ein Hagebuttentee. Da schwören eben gerade so, ja, die Russen drauf, ne? Also richtig schön starker Hagebuttentee mit viel Vitamin C wird da also sehr viel eingesetzt. Das wird bei uns eben tatsächlich wirklich viel zu wenig eingesetzt. Und der schmeckt ja auch noch gut. Also gerne unbedingt euren Kindern Hagebuttentee machen. Und es gibt auch diese tolle Hagebuttenmarmelade, die ist auch sehr schön, kann man schlecht selber machen, weil das furchtbare Poolarbeit ist. Aber wenn man das aus einer guten Quelle hat, dann mögen Kinder das gerne und dann kann man ihnen eben auf dem Brot auch noch was Gesundes geben. Hier habe ich mal so eine Statistik aus der Forschung zur Möglichkeit, eben Bakterienwachstum zu hemmen mit verschiedenen Arzneipflanzen. Und da sehen wir also ganz viele verschiedene Erreger, Bacteroides fragilis, Bifidobacterium bifidum und so weiter, Longum, Candida albicans, Clostridium difficile, dieser auch tatsächlich meldepflichtige Keim, Clostridium perfringens und so weiter. Ihr seht die ganze Liste. Und da sehen wir zum Beispiel, dass der Kümmel sehr viel gute Eigenschaften hat. Dann kommt die Bitterorange und dann eben auch nach dem Fenchel unser Sternanis. Und gerade der Sternanis, schaut mal hier, was der eben auch für große Möglichkeiten hat gegen eben Bakterien zu wirken. Also es ist besonders auffällig, ne? Also es wird hier zwar der Kümmel besonders hervorgehoben, aber gerade eben auch der Sternanis. Dann habe ich noch eine Studie dazu gefunden, wie Sternanis gegen Parasiten, also Pflanzenparasiten, eingesetzt wird. Hier zum Beispiel gegen Maiskäfer, wenn ihr euch das interessiert. Das ist also zu finden bei PubMed. Und da haben sie also sehr gute Erfolge mit dem Sternanis gegen eben verschiedene Parasiten, in diesem Fall dem Maiskäfer gehabt. Und da kommen wir jetzt zu dieser Shikimisäure. Na, Pflanzen haben eben halt die Möglichkeit, über den sogenannten Shikimat-Weg, zum Beispiel auch Aminosäuren zu synthetisieren, die wir eben nicht selber herstellen können und die wir dann eben über Nahrung aufnehmen müssen. Und die Shikimisäure, die sehen wir hier in dieser Folie, in dieser Darstellung da oben, die hat immer einen Einfluss auf eben die Weiterentwicklung oder die, sagen wir mal, Weitersynthetisierung verschiedener Phenole. Da sehen wir ganz viele auch für uns eben essentielle Aminosäuren, die in dem Zusammenhang zu sehen sind. Und übrigens an der Stelle das Glyphosat, also dieses Pflanzenschutzmittel, das hier eben leider viel zu viel eingesetzt wird, das greift tatsächlich auf diesen Shikimat-Weg der Pflanzen, in dem Sinne dann dieser Unkrautpflanzen ein. Und muss man sich einfach mal vorstellen, diese Shikimisäure, die hat eben auch, ist eben ein ganz wichtiges antivirales Medikament, tatsächlich so wichtig. Die Shikimisäure finden wir vor allen Dingen im Sternanis, dass die Firma Oseltamivir ihr Tamiflu vor allen Dingen mit dem Sternanis, also aus dem Sternanis heraus herstellt. Und Experten sagen also, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass Sternanis die einzige Waffe der Welt gegen die Vogelgrippe ist. Und wenn wir jetzt mal gucken, Glyphosat hat also Einfluss auf diese letztendlich
Produktionswege, ne, Synthetisierungswege, dann öffnet das dann auch nochmal weitere Blicke darauf, inwiefern schadet uns das eigentlich noch zusätzlich, dass da so viel davon benutzt wird. Ja, die Chikimisäure hat dann also, das ist also ein Auszug aus 2009, glaube ich, aus einem Artikel, tatsächlich dann auch zu Hamsterkäufen von Sternanis geführt, weil das eben halt ein unheimlich stark wirkender antiviraler Komplex ist. Und insgesamt wissen wir auch von anderen Phenolen, und da steht in dem Zusammenhang auch immer diese Chikimisäure, dass sie als Verteidigungsstoffe gegen eben Feinde der Pflanze dienen. Das führt mich jetzt auch zu dieser weiteren Studie. Das ist eine Studie von 2013. Da wurden also viele verschiedene Heilpflanzen, die auch ätherische Öle enthalten, und eben auch der Sternanis untersucht. Und da hat man das dann also eben auch nochmal genau definieren können, wie eben ätherische Öle und eben auch diese Phenolkomplexe antibakterielle Wirkung entfalten. Und das ist eben auch gerade in dem Zusammenhang mit dem immer mehr gehäuft auftretenden Antibiotikaresistenzen interessant. Und ich hoffe doch sehr, dass da einfach noch mehr in dem Bereich geforscht wird und auch immer mehr darauf zurückgegriffen wird, weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Ne? Also viele Bakterien, auch eben zum Beispiel diese. Oh, sorry, da ist die Kerstin. Da habe ich dich jetzt erst gesehen. Ich hoffe, du warst noch nicht länger da. Genau. Ich habe gerade erst noch jemanden eintreten. Sorry, falls ich das vorher nicht gesehen habe, aber ich war hier gerade so voll drin, dass ich das einmal kurz übersehen habe, dass da noch jemand mit reinkommen wollte. Ja, diese MRSA. Erreger, also diese methicillinresistenten Staphylococcus aureus, das sind ja eben diese Keime, gegen die ganz häufig nichts gemacht werden kann, die können eben auch gerade über solche Phenole und ätherischen Öle angegriffen werden. Und hier ein kurzer Blick auch mal auf die Homöopathie, wie die also das mit dem Anisum stellatum hält. Hier gibt es jetzt nicht ganz so viel dazu zu sagen, ist auch wenig geprüft, aber der Einsatz von Anisum stellatum, der geht so in den Bereich auch des Anis, also es geht um eben letztendlich Blähungserscheinungen. Es gibt da auch durchaus spezielle Symptome, zum Beispiel Schmerz in der Gegend der dritten Rippe. Der dann also dazu häufiger auch geführt hat, dass das erfolgreich dann eingesetzt wurde. Aber ansonsten sehen wir eben auch Husten und irgendwie Katarrhe der Atemwege. Und das kennt man natürlich auch ansonsten von dem echten Anis oder dem eben nicht Sternanis. Und aus der Prüfung, die Franz und Mühr durchgeführt haben, war dann vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass es eben vor allem eine Wirkung auf Nase, Mund und Magen gab, und dass es eben viele Symptome gerade im Gesicht, besonders um die Lippen herum gab und eben auch an den Extremitäten. Hier einmal kurz dieser Fall. Ein Mann, der seit 2 Jahren an Rheumatismus litt, kam hinken in Dr. Wardells Praxis und fragte sie, ob sie etwas für sein Bein tun könne. Er klagte darüber, dass er sich, wenn er sich setzte, in dieser Position nicht ausruhen konnte. Nach einer Erklärung gefragt, antwortete er, immer wenn ich mich setze, habe ich das Gefühl, mein Bein ist genau hier abgebrochen, wobei er auf die Mitte des Oberschenkels zeigte. Er sagte, dass er oft aufstehen würde, um sich zu strecken, nur um sicher zu gehen, dass das Bein eben doch nicht gebrochen ist. Er hatte auch etwas Schmerz im Arm, und das waren so richtig heftige Wundeschmerzen. Da kommen wir auf diesen Bereich, der eben hier auch nochmal eine Besonderheit ist, also eben so rheumatische Schmerzen. Und dann wurde eben Anisum stellatum eingesetzt, und es heilte alle Symptome.
Ja, Symptome auch im Bereich Kopf, Bauch, Brust und Rücken. Diese Arznei sollte also homöopathisch auch noch ein bisschen mehr geprüft werden. Nach Hering eignet es sich vor allen Dingen für alte Asthmatiker und eben bei Magenkatarrh. Und dann ist eben auch immer wieder diese Thematik des Meteorismus da. Ja. Einmal ganz kurz nochmal ein Blick hier auf meine Bachelorarbeit, aber das hatte ich euch ja auch schon in den vorigen Terminen gezeigt. Also möchte das an dieser Stelle nur gern nochmal wiederholen. Also inzwischen kommen schon viele Interessenten rein, die also sagen, ich möchte daran teilnehmen. Wenn ihr irgendwie Interesse habt, dann meldet euch bei mir. Ich habe leider die Fragen immer noch nicht richtig zusammenstellen können für den Fragebogen, aber das kommt jetzt die Tage. Und Anfang des Jahres habt ihr es sonst auf jeden Fall, wenn ihr da mitmachen wollt. Und dann möchte ich auch noch mal eine kleine Aussicht geben auf das, was wir dann nächstes Jahr machen. Wir wollen das ja auch noch im Januar, Februar und März jede Woche, also Mittwoch 21 Uhr bis 21:30 Uhr wird es bei mir eben 30 Minuten über die Heilessenz zum Beispiel dieser Pflanzen geben. Ich fand der Alfalfa sehr interessant. Aus der Familie der Bohnengewächse, Thematik letztendlich auch so, ja, so die Resistenz fördern und irgendwie Kraft und so weiter, Nährung, Aloe, Thematik Verdauungstrakt, Amivis Naga, das ist die Zahnstocheramei, die seht ihr hier unten, also ja, zweite Reihe auf der rechten Seite. Da ist die Thematik Koliken. Also einfach Verkrampfungen lösen. Dann natürlich Arnika, ne? Wobei Arnika haben wir schon so viel besprochen, es könnte sein, dass ich es dann doch nicht nehmen möchte. Bambusa finde ich hochinteressant, weil bei Bambusa geht es, das ist der Bambus, da geht es ganz viel um irgendwie Stabilität. Und in der Homöopathie hochinteressant im Zusammenhang mit eben Wirbelsäulen, Problemen mit Rückenschmerzen. Dann Baptisia, das ist der wilde Indigo, da ist die Thematik die Grippe. Berberis, der Sauerdorn, den seht ihr hier unten in der dritten Reihe links. Da ist die Thematik so Nierensteine, Harngries und so weiter, Einsatz aber eben auch in der Phytotherapie natürlich. Betula, die Birke. Habe ich lange Zeit gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass das auch durchaus in der Homöopathie eine interessante Arznei ist. Aber ansonsten natürlich, was sie so alles machen kann für den Harntrakt und eben auch rheumatische Beschwerden. Dann Boswellia sacra, das ist der Weihrauch, den seht ihr unten in der dritten Reihe ganz rechts. Da haben wir natürlich auch so die Thematik, so insgesamt so entzündliche Erkrankungen. Camphora, der Kampfer, da ist die Thematik auch Kollaps, aber natürlich auch die ganze Geschichte mit dem Atemtrakt, Capsicum annuum, das ist der Peperoncino oder überhaupt der Paprika. Und da haben wir natürlich Schärfstoffe, also allerlei Durchblutungsförderung, wie das dann also auch im Zusammenhang mit rheumatischen Schmerzen gut wirkt. Cardus marianus als die Pflanze für die Leber und Cimicifuga. Hier geht es also ja, da werde ich mich vor allen Dingen ganz stark auch mit der Homöopathie beschäftigen, weil hier gibt es sehr erstaunliche Gemütssymptome, aber auch in der Phytotherapie absolut eine Heilpflanze, die man sich anschauen sollte. Ja, und dann bin ich jetzt hier heute am Ende. Und hoffe, dass euch ja die bisherigen Termine doch irgendwie immer so ein kleines bisschen mehr Neugier für die Thematik Phytotherapie, aber auch Homöopathie erweckt haben und dass euch das auch so viel Spaß gebracht hat wie mir. Ich denke, ich sitze jedes Mal so an so einem Vortrag, sowas wie 4, 5, auch manchmal 6 Stunden, um das alles so zusammenzutragen. Und dabei lerne ich auch selber immer noch eine ganze Menge. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch dann nächstes Jahr wieder dabei wärt. Und ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Weihnachtszeit. Hier ein kleiner Blick auch nochmal auf die Literaturliste. Na, ich habe hier also auch die Dr. Silke Cameron zitiert. Und dann auch habe ich Auszüge aus dem Buch Heilpflanzen der traditionellen europäischen Medizin von Angelika Riffel. Und
Ja, wie gesagt, schöne Feiertage, habt schöne Weihnachten, wie auch immer ihr das feiert, und gutes Jahresende, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und ich freue mich dann drauf, euch nächstes Jahr hier in dem Zusammenhang oder auch anders wiederzusehen. Ihr Lieben, tschüss, und das war es auch für heute, und wir machen jetzt Schluss. Ciao.